Ja, was geht und willkommen zurück zu Sifu, zum wahrscheinlich letzten Part. Wer weiß, auf jeden Fall sind wir beim letzten Endboss angelangt, nämlich bei Yang im Heiligtum. Ich drücke mal hier auf X, um zu starten. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile die Schlüsselkarte. In der letzten Folge haben wir gemerkt, dass mit ihm nicht allzu sehr zu spaßen ist und ja, dass er schon eine Klasse für sich ist. Wir haben aber jetzt eine Schlüsselkarte, wie gesagt. Damit kommen wir direkt in Yangs Büro und müssen nicht einmal um das ganze Heiligtum uns herumkämpfen. Wir können, wie gesagt, direkt zu Yang durch, müssen nur ein paar Gegner erledigen bis dorthin. Bevor wir aber hier komplett durchstarten, würde ich sagen, ich will ganz kurz über das neueste Update 1.07 sprechen, was jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Nicht viel, also grundsätzlich natürlich gab es viele Bugfixes und ein paar Fehlerbehebungen, was die Steuerung, die Untertitel und die Anzeige so ein bisschen anbelangt. Was aber komplett neu dazu gekommen ist, kann ich einmal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich die Anzeige mit hohem Kontrast. Wenn man mal in die Option geht und unter Anzeige, gibt es hier jetzt eine neue Option, Anzeige mit hohem Kontrast. Das bewirkt eigentlich nur, dass ja die Gegner komplett rot dargestellt sind und der eigene Charakter in Blau hervorgehoben wird. Auch die ganzen aufnehmbaren Gegenstände werden gehighlightet, so mit Gelb, wie wir es bei der Tür sehen. Die sind interagierbar. Ist wahrscheinlich dazu gemacht, falls man in dunklen Ecken eher die Gegner gleich sehen kann und den eigenen Charakter dann auch besser erkennen kann. Ist für mich jetzt nicht relevant, bin ich nicht so der Fan von, deshalb stelle ich das jetzt einfach mal wieder zurück. Wie gesagt, Bugfixes wurden eingespielt. Ansonsten, was neu dazugekommen ist noch, ist die Anpassung der Kameraführung. Das werden wir im Laufe des Spiels sehen. Das finde ich allerdings sehr, sehr gut, dass der Entwickler das oder die Entwickler das so ein bisschen angepasst haben. Die Kameraführung wurde so ein bisschen optimiert. Die war, wenn man meine letzten Folgen auch angeschaut hat, da habe ich immer mal bemängelt, dass sie teilweise viel zu nah am Charakter ist und manchmal sich ganz komisch verhalten hat. Soll jetzt, wie gesagt, ein bisschen angepasst worden sein. Ich bin gespannt, wie sich die Kameraführung jetzt verhält. Und zu guter Letzt wurden die Schreinbelohnungen auch ein bisschen optimiert. Die Schreinbelohnungen wurden vor dem Update nur gespeichert, wenn man das Level vorher mit einem jüngeren Alter beendet hat. Jetzt werden die aber mit jedem, egal mit welchem Level oder mit welchem Alter man das Level beendet, werden die Schreinbelohnungen immer gespeichert. Ansonsten hätte man die Schreinbelohnung, wenn man das Level älter abschließt als vorher, hätte man diese Schreinbelohnung verloren. Ja, das eigentlich zu den Updates oder zu den Changelogs. Wie gesagt, viele Fehlerbehebungen auch noch. Welcome to the Sect. Ansonsten war es das eigentlich. Ich This is würde a sagen, place wir spoken by gehen hier mal los und Yang huch. again. Okay, das wollte ich jetzt nicht so. Ja, genau. Es sollen aber, hat der Entwickler bereits erwähnt, noch mehrere Updates kommen, wo dann unter anderem auch mehrere Outfits zur Verfügung stehen sollen. Also man kann dann hier seine Outfits wechseln Greetings. anscheinend. Can I help you, sir? Die, die sich die Deluxe-Version Pleasure. geholt haben des Spiels, bekommen dann Moving is nochmal ein on its way. exklusives Outfit. Bin ich mal gespannt. Eyes Grundsätzlich bin ich open. froh, dass überhaupt noch weitere Updates geplant sind. Und ja. Bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ich hoffe noch sehr, dass irgendwelche DLCs rauskommen, die so ein bisschen die Story noch weiter erzählen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit unserem Helden hier oder, ne, Hauptsache es geht so ein bisschen weiter, weil ich bin der Meinung, jetzt nach Yang wird die Geschichte vorbei sein. Und ja, grundsätzlich macht das Spiel aber immer Spaß, man kann es aber immer wieder spielen. Aber irgendwann wird es halt, ja, immer dasselbe. So. Okay, dann let's go. Das sind die letzten Gegner hier vor Yang. Okay, das war nicht gut. So, wir werden hier auf jeden Fall Yang mit auf jeden Fall mindestens 40 Jahren bestreiten, wenn wir hier jetzt gut durchkommen. Den sollten wir erstmal erledigen, weil ich vermute, dass der hier jetzt hier so einen Formgewinn bekommt. Oder auch nicht. Sehr gut. Sehr schön. Also schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr Content zu Sifu sehen wollt oder ob euch das mittlerweile reicht nach dem Update, sage ich schon, nach dem
Nach der Story, wie gesagt, man kann das Spiel natürlich weiterführen, indem man alle versteckten Items noch findet, so ein bisschen auf 100% geht, aber ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so der 100%-Typ. Grundsätzlich macht das Spiel Spaß, also ich würde hier gerne noch, also ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter zocken, aber ob ich es dann weiter auf YouTube rausbringe, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wie gesagt, von der Story haben wir es ja dann eigentlich schon soweit durch. Wenn wir es in dieser Folge schaffen mit Yang, hoffentlich. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen aufpassen. Den hier einmal. Upsala. Oh, das war knapp. Konzentrieren. Ich möchte hier nicht sterben, bevor wir auf Yang treffen. Okay, sehr gut. Dann treffen wir jetzt auf den letzten. Hier schwebt ein Backstein, den nehmen wir mal mit. Reveal the path you must truly let go. Only then will the clouds begin to lift. Ah, bis jetzt läuft's gut. Einmal hier den. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier einmal krepieren. Wobei, jetzt könnten wir es vielleicht schaffen. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr, sehr gut. Okay, dann gehen wir ohne Tod, wie das mal klingt, ohne Tod zum Endboss und schauen, ob wir es jetzt in dieser Folge ja schaffen. So, hier haben wir, glaube ich, bereits auch alles aufgesammelt. Die nehmen wir hier auf jeden Fall noch mit, obwohl wir hier nicht wirklich viel machen können. Ich würde sagen, wir machen hier diese Fokusreserve einfach für die nächsten Levels, dass wir da das schon mal freigeschaltet haben. Fähigkeitenbaum wird uns auch nichts bringen. Dann würde ich sagen, let's go, Yang. Ich glaube, ich würde auch sagen, wir überspringen einfach mal die Zwischensequenz, weil das kennen wir ja bereits. Da wissen wir auf jeden Fall, er ist unser Bruder, unser Großer. Und hier müssen wir echt aufpassen. Also ich habe so ein bisschen natürlich mich auch schlau gelesen, wie man da am besten gegen ihn vorgeht. Also es ist halt wirklich wichtig, da auszuweichen und im richtigen Moment dann ein paar Schläge zu setzen. Man kann, wie gesagt, nicht allzu viele Schläge setzen. Man muss halt wirklich geduldig bei dem sein und vor allem auf diese Tiefschläge aufpassen. Diese Tiefschläge meinte ich. Bis jetzt läuft es aber einigermaßen gut. Bin ich der Meinung. Come on. Try harder. Schade, dass wir bei dem halt keinen Fokus einsetzen können. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade. Try harder. Es war klar, dass wir hier auch mal sterben, aber wir sind 40. Ist okay, ist okay. Bald sind wir älter als unser älterer Bruder. After 8 years of training. Wir müssen halt echt den richtigen Moment abwarten, ihm Schaden zuzufügen. Ja, das war gut. Ich bin am Überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, auch seine Schläge zu parieren. Ich weiß halt nicht, ob das möglich ist. Okay, das war nicht gut. Muss man besser aufpassen. Besser aufpassen, aber. Oh, was? Ah, shit. Okay, das. Ja, Mist, das hätten wir kommen sehen. Es kann natürlich sein, dass wir hier gleich noch einen Durchgang machen müssen. In derselben Folge. Ich will jetzt nicht pro Durchgang nur eine Folge machen. Das ist natürlich auch. Aber ich bin optimistisch, dass wir das in dieser Folge schaffen werden. Hoffentlich.
Wir waren ja eigentlich beim ersten Mal gar nicht so schlecht, ne? Also wir haben ihn, glaube ich, in der zweiten Passage schon bis zur Hälfte des Lebens erledigt. Okay, das ist natürlich heftig jetzt gewesen. Come on. Try harder, you fool. Try harder. Ja, diese Schläge sind effektiv gegen ihn. Wir müssen abwarten. Das war sehr gut. Ah, scheiße. Zu früh die Deckung losgelassen. Also, shit, ich wollte es gerade sagen, also jetzt zur nächsten, ich sage immer nächste Sequenz jetzt einfach, wenn wir ihn einmal komplett down kriegen, weil dann kommt ja die nächste Sequenz oder Passage. Okay, das war... Ja, komm schon. Ihn noch gleich, Mann. Oh, das war gut. Das war eine Parade sogar, ne? Ich glaube, das war sogar eine Parade. Ich glaube, die sind effektiv gegen ihn, aber mit Paraden bin ich leider noch nicht so gut, bin ich der Meinung. Aber wir sind, glaube ich, wie lange sind wir? 44? Überspringen wir auch mal. Wir sind 45 und sind jetzt hier in der... Das kennen wir doch bereits. Der macht ja auch fast dasselbe. Komm schon. Ja, sehr gut. Ja, wir werden hier gleich nochmal sterben, aber wir möchten hier natürlich zu viel. Und wir müssen auf seine Tiefschläge aufpassen. Das hat uns in der letzten... In der letzten Folge eigentlich richtig zu schaffen gemacht. Okay, warum das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich meine Deckung oben. Okay, wir sind 48. Ich will nicht sagen, alles gut, aber es geht noch. Er zeigt auch ab und zu mal neue Moves. Okay, shit, what the fuck? Nee, what the fuck, Alter, was geht denn da ab? Wir machten auf einmal so viele Moves hintereinander und ich kann dagegen gar nichts machen, das war nicht so geil. Ah, ich will das jetzt unbedingt schaffen, Mann. Ein paar Mal können wir noch sterben, aber... Oder, was halt auch noch eine Möglichkeit wäre, den Turm nochmal durchzulaufen. Indem wir halt wirklich jünger abschließen. Aber guck mal, da, wie sollen wir das denn schaffen? Oh, da kommt wieder sein Tiefschlag. Das war gut. Schon, es fehlt nicht mehr viel. Also man merkt, ich konzentriere mich hier gerade schon richtig. Jawohl, komm schon. Da fehlt nicht mehr viel. Jawohl, komm schon. Unser Amulett. War's. Wir haben Sifu gerecht.
53. You were supposed to guard the talisman, not steal it. It's the only way to save them, Sifu. You failed to honor your oath. You are unworthy. Now leave. He who has Kung Fu and Wu De makes the other know he can break him. His hands go out like lightning, and the other doesn't want to fight anymore. Heute. Und wir sind nicht mehr alt. Wir sind nicht mehr 53, wir sind jetzt wieder 20 Jahre und haben unsere ganzen Skills noch. Aber nur mal kurz schauen. Okay, wir können hier wieder alles durchgehen. Heiligtum haben wir fast sogar. Also wir haben schon viele Gegenstände. Uns fehlen bei einigen hier beim Club fehlen uns noch einiges. Wir könnten jetzt jeden hier mit 20 nochmal starten. Haben wir einiges an Erfahrungspunkten gesammelt? Nein. Okay, ja, also wir sind wieder 20 Jahre. Wir haben Yang geschlagen. Wir haben unseren Amulett auch noch. Ich würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei Sifu, dass ihr mich hier begleitet habt auf dieser Reise, sag ich mal. Ja, ich habe schon erwähnt, wenn ihr da gerne weiteren Content noch sehen wollt, kann ich da auf jeden Fall noch ein paar Videos zu rausbringen. Also ich hätte da auf jeden Fall noch Bock zu, um hier vielleicht bei den Levels hier, wie sehen wir schon, beim Unterschiff fehlen uns noch 2 Items, beim Club fehlen uns sogar noch 5 Items und wir haben noch 2 Schlüssel, die wir hier noch nicht gefunden haben anscheinend. Da sind noch einige Dinge, die wir hier finden könnten. Wie gesagt, ansonsten war es das erstmal mit Sifu zum Story Mode. Hier haben wir alles erlebt und ja, es war hart auf jeden Fall, aber die Lernkurve ging auf jeden Fall nach oben und ja, ich hätte nicht gedacht, dass in der ersten Folge, da habe ich ja schon gemerkt, das ist mega hart, wobei in der zweiten Folge war es erst beim Club, dass wir uns jetzt so gut, ja, schlagen in dem Game. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Dabeisein und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!